Frau Tiedmann, wir sind hier bei Pro Familia. Sie bieten eine Schwangerschaftsberatung an oder Sie bieten eine Konfliktberatung für schwangere Frauen an. Ja, das ist richtig, denn Frauen, die ungeplant schwanger sind und einen Abbruch erwägen, müssen in eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung gehen, damit sie straffrei bleiben. Denn normalerweise ist ein Schwangerschaftsabbruch ohne diese Beratung rechtswidrig und wird mit Strafe geahndet. Wie läuft so eine Beratung ab inhaltlich? Wir geben den Frauen alle Informationen, die sie brauchen, sozialer Natur, juristischer Natur, medizinischer Natur, um sich eben gut entscheiden zu können. Also wir bieten Informationen zu einer guten Entscheidung. So sehe ich meine Wenn eine Frau am Ende so eines Gespräches einen Beratungsschein Aufgabe. bekommt, sagen Sie der Frau auch, wo sie einen Abbruch vornehmen kann? Also wenn sie nicht eh schon von ihrem Frauenarzt eine Adresse bekommen hat, was relativ häufig vorkommt und keine Informationen hat, dann sehe ich mich schon auch in der Pflicht, ihr Adressen zu geben, wo sie einen Abbruch machen lassen kann. Denn eine öffentliche Werbung ist ja nach wie vor verboten. Und ich wüsste nicht, wo die Frauen sonst noch die Informationen herbekommen sollen. Und unser Auftrag ist nun mal auch, und es gehört zur medizinischen Information, dass wir eben all diese Informationen Frauen geben. Gibt es in der Region Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen? Also in der Ingolstädter Region gibt es keinen Arzt, zumindest keinen, von dem ich weiß. Die Frauen müssen, wenn sie hier in der Beratung waren und einen Abbruch machen wollen, lassen wollen, in der Regel nach München fahren oder nach Nürnberg. Regensburg gibt es einen Arzt, von dem wir wissen. Aber es gibt auch Ärzte, die Abbrüche durchführen, ohne dass das groß in der Öffentlichkeit.